Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla im Jahre 2023. Wir haben uns hier so einen kleinen Schutzbunker gebaut, weil ich ein Angsthase bin. Und wir machen weiter unsere Höhlentour. Ich freue mich schon sehr, was wir hier so alles finden werden. Oh, hier geht's bergab, das ist gut. Bergab ist immer gut. Außer jetzt vielleicht börsentechnisch nicht. Aber in Minecraft schon. Vielleicht finden wir Diamanten. Wir haben ja schon welche gefunden, ne? Zwei. Okay, Fledermaus. Ziemlich gruselig. Hallo. Guck mal, da ist eine Menge Eisen, was ich übersehen habe. Mal ein bisschen umgucken, falls ein Creeper kommt. Wie sieht unsere Rüstung aus? Geht so? Noch ein Creeper. Auch schwer one-shotten die einen auch mit Eisenrüstung. Gold müssen wir ein bisschen Platz machen. Kein Problem. Und wollte was essen. Ich glaube mal, Monster Drops sind ein bisschen wichtiger. Oh, wir müssen echt doll aufpassen, ey. Oh, schon ausleuchten. Gold nehmen wir mit. Da können wir auch goldene Melonen draus machen. Ich weiß gar nicht, ob die so ein bisschen Schild geben, goldene Melonen. Weil ich glaube, goldene Melonen machen sowas. Aber I don't know. So wie ein goldener Apfel, bloß nicht ganz so gut. Wie er da lang sneakt, oder? Thank you.
Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ein bisschen ausleuchten. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Rüstung, wie sieht die aus? Okay. Der Kopf ist gleich down. Sorry, dass ich ein bisschen ruhig bin, aber ich konzentriere mich, dass wir hier nicht von einem Creeper überrascht werden. Boah, und das klingt da wie ein Spawner, ey. Okay, was haben wir hier? Will ich da runter? Ja, ich will. Sag ich mal. Puh. Ein verstecktes Gold. Vorkommen. So. Bisschen Redstone. Was mache ich hier eigentlich? Aber schade, dass ich hier keine stehende Lava finde. Da kann man nämlich sich Obsidian craften. Oh Gott! Wir sind sehr tief, Leute. Stehende Lava. Ich leuchte erst aus und da hinten ist ein Diamant, den ich mir schnappen werde. Ist nur einer. Okay. Das kann jetzt eine Weile dauern, aber wir brauchen Obsidian. Oh, scheiße. Ist da von allen Seiten noch Lava? Thank you.
Mist. Wie mache ich das denn weg? Wir probieren es mal. Hinter uns scheint safe zu sein. Eieiei. Gut. Ja, so funktioniert es, wenn man Inventarplatz frei hat. Ich wäre so geil, wie viel wir so brauchen. 4 haben wir jetzt. Warte mal, 1, 2, 3, 8, 8, nee, 1, 2, 3, 9 für ein Enderportal, kann das sein? Das brauchen wir nämlich auch unbedingt. Wir müssen ja ins Netherportal, nicht Enderportal. Enderportal ist was anderes, dafür brauchen wir Enderaugen. Sieht doch gut aus. Oh, wie cool die eigentlich aussieht, die Diamantenspitzhacke. Wir haben ja den Augenblick noch gar nicht genossen. So, wie viel haben wir? 9? Aber wir brauchen ja noch was für einen Zaubertisch und so. Ich denke mal, ist okay, wenn wir mitnehmen, was wir kriegen können, oder? Weil wir gerade safe sind. Ist zwar nicht so spannend, aber dafür sicher. Okay. Mal gucken, ob das noch tiefer geht, die Lava. Tatsächlich. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ah, hier wird es genau das gleiche sein, oder? Nee. Zerbrich endlich. Dim diddle diddle die. Und was macht ihr sonst so in Minecraft? Auch Obsidian abbauen? Fetzt doch. Die fetzigste, aufregendste Folge. Wie ich das hasse. Ich weiß gar nicht, wenn wir schon mal hier sind, dann haben wir es hinter uns. Weißt du, 15. Braucht man noch so viel mehr? I don't know.
Aber mit Verzauberung klappt das eh besser, ne? So mit Effizienz 5000 und so. Hier beweise ich ja mal echt Geduld. Das muss man mir schon lassen. So. Wie meine Tochter, die hat auch viel Geduld. Wenn die Fernseh gucken will, fragt die mich 5 Millionen Mal, obwohl ich 5 Millionen Mal Nein sage. Das nenne ich Geduld. So, wie viel haben wir? 20. Ey, komm. 20 Obsidian. Cool. Boah, wie wenig Eisen wir haben. So, von da kommen wir. Oh, ich sehe wieder nur Creeper. Wenn jetzt noch Enderman kommen, oh, da freue ich mich aber. Da würde ich mich aber dolle drüber freuen. Am besten so ein Mix. Alter, wie der den Creeper gegen mich gegengeschossen hat. Die sind doch wahnsinnig. Aber eine Menge Gold ist hier, ne? Wer weiß, wer weiß. Wofür das noch gut sein wird. Jetzt kommt von oben Creeper oder hier Lava und ich bin tot. Dann deinstalliere ich das Spiel. So. Jetzt sterben wir echt bitter, ja. Allein schon wegen den Obsidian. Wo wir haben schon fast ein Stück Gold, wa? Heidige Witzka. Ey, das ist auch richtig für Leute, die sonst keinen Bock mehr aufs Leben haben. Hallo! Guck mal, da ist auch noch mehr Gold. Der hat eine Krone bei gehabt. Hat aber nicht gedroppt. Die Schweine, ihr könnt ruhig mal droppen, was ihr anhabt. Was ihr so furchterregendes anhabt. Wieso ist denn hier so viel Gold? Das war früher nicht so. Das ist auch Gold. Okay, Eisen ist auch cool. Aber nicht mehr viel, ja. Auf der... Oh Gott. Schwarzpulver. Das war knapper als ich wollte.
Alter, das ist eine ganze Armee. Oh, der hat eine Fackel? Ach nee. Der hat die Schaufel des Todes bei. Oh nein, eine Hexe. Ja, sehr gut. Enderman. Das schaffen wir nicht. Enderman können wir direkt vergessen. Wenn er jetzt Solo wäre, maybe. Okay, wir looten das. Oh, hier gibt es gar keine Kiste. Doch. Lol, war die versteckt. Verzauberung, Effizienz, irgendwas. Sehr cool. Ich leuchte erst aus. Nicht greedy werden. Das brauchen wir nicht, Brot brauchen wir nicht. Effizienz brauchen wir, die Schallplatte brauchen wir auch. Komm, Feuerstein, egal. Okay, hier haben wir einen Monster-Spawner, obwohl ich wahrscheinlich auch nie wieder hier zurückfinden werde. Gucken wir, ob es hier Diamanten gibt. Was ist das für ein Stein? Ist das das Ende? Was ist das für ein Stein? Nee. Nee. Wir haben irgendwas Kristallines gefunden. Da muss ich mich erst belesen. Ich will nicht immer im Verderben rennen. Nicht mit ein paar Diamantchen und die haben schon für Obsidian. Ich würde sagen, wir probieren mal hier wieder rauszukommen. Hm? Oder? Was meint ihr? Die Musik ist schon sehr traurig. Anscheinend sagt uns das Spiel damit, dass unser Tod
so gut wie besiegelt ist. Vielleicht. Es klingt so. Guck mal, da ist auch noch Eisen. Und Gold. Und ich weiß, die Folge hat schon längst Überlänge. Guck mal, ein Creeper. Och, toll. Die sind ja zum Glück nicht so gefährlich. Hier bin ich gekommen, ne? Nee, bin ich nicht. Erst ausleuchten. Über uns ist ein Lavasee. Da ist ein Loch. I don't know. Hey, cool. Es tropft Lava von der Decke. So. Na gut, Leute, ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Aufnahme weiter und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Haut ran, macht's gut und tschüss.